Ich glaube, wir haben heute Lust auf Fußball. Am Mikrofon Manni Breukmann und Frank Buschmann. Und ich weiß, wir haben Lust auf Fußball, Manni. Auf geht's! Der Schiedsrichter, er pfeift die Begegnung an und ich glaube, wir freuen uns alle auf ein unterhaltsames Spiel. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Und Rückpass zum eigenen Torhüter. Petit. Da geht er in den Gegner rein. Er liegt immer noch da. Ich bin gespannt, ob er weitermachen kann. Er grätscht hinein. Und da attackiert er ihn. Van Nistelrooy. Da ist er wieder, der Spezialist für die Grätsche. Was für eine Blutgrätsche. Aber was für ein schöner Sprung über die Beine des Gegners. Vergebens gegrätscht, mein Lieber. Das ist peripheres Sehen. Den hat er im Augenwinkel kommen sehen und lässt ihn dann wunderbar ins Leere grätschen. Das ist klasse gemacht. Mit Augen. Ein Traumpass. Und jetzt bleiben sie doch noch hängen. Keine Anspielstation. Überhaupt kein Problem für den Torhüter. Elia. Marcel Janssen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Eine gewagte Nummer aus dieser Entfernung. Das war ja nur ein Rollerchen. Ja, und dann steht er natürlich ganz gut, ganz sicher und regelt das locker. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Martin Lanić. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. Für dieses Foul zieht er gelb. Zé Roberto. Dieser Schuss, liebe Fußballfreunde, war kein Qualitätsnachweis. Jalcin. Novakovic. Gute Flanke. Die Abwehr ist ganz konzentriert, keine Gefahr. Und nun David Jarolin. Guerrero. Und nun sind die Kölner dran, Ballbesitz für den FC. Attacke mit Grätsche. Vorsicht! Da scheint ihm der Ball vom Fuß abgerutscht zu sein. Zé Roberto. Der macht sie nicht selber rein. Er bereitet sie vor in unnachahmlicher Manier. Zé Roberto. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Den hat er jetzt nicht sauber erwischt. Das Motto lautet Sicherheit zuerst. Martin Lanić. Da steht er gut und deswegen hat er null Probleme. Ja, aber das war auch nicht wirklich eine schwierige Aufgabe. Da passte ja überhaupt nichts zusammen bei diesem Schuss. Er greift ihn hartnäckig an. Zé Roberto. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Aggressives Tackling. Ja, vielleicht war die Entfernung doch zu groß. Matthijssen. Martin Lanić.
noch soeben lenkt er den Ball über die Querlatte. Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Ein harmloser Roller ist das gewesen. Wir haben sowas früher Kullerball genannt. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Und jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die Entscheidung des Schiedsrichters. Der geht daneben. Das müsste abseits sein, ja. Und nun David Jarolin. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Lukas Podolski will den Ball nicht verlieren. Demel. Wie Treuper. Er versucht, den Ball abzugrätschen. Wie bewertet der Unparteiische diese Aktion? Erst der Körper und dann der Ball ins Aus. Es muss Einwurf geben. Martin Lanić. Klasse hat er das gemacht, der Abwehrspieler. Er hat ein bisschen Nachspielzeit draufgepackt, aber jetzt kommt der Halbzeitpfiff. Die schenken sich nichts, aber die haben beide ungefähr gleich viel zu geben, Busch. Und ich bin mir sicher, es gibt ein Unentschieden.